Nein, nicht runden. Ach, wo rennst du schon wieder hin? So, willkommen zu meiner Extremversion. SM64, chillen war gestern. Löschen wir gleich hier die Datei, brauche ich nicht mehr. Und dann starten wir die extreme Version. Dieses Schild, wir sind alle verändert. Sollten sie zumindest. Hier draußen haben wir schon gesehen die Karten, damit man weiß, es gibt nur die zwei, immer noch keine Vanish Cap. Hier die drei Tots werden euch auch wieder wichtige Sachen erzählen. Und ja, Download wieder im Release-Video, nicht hier. Also ich habe ja bei meinem Chillhack schon Kommentar bekommen, wo der Download-Link ist. Ich werde jetzt auch unten das Video verlinken, wo der Download-Link ist, damit ihr ihn auch alle findet. Aber der Download-Link ist eben nicht hier, sondern im Release-Video dieses Hacks. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir Bob Oms Rache. Der was anfangs der schwierigste Stern war, ich ihn aber dann ein bisschen erleichtert habe. So, jetzt zwei Tage vor dem Release, habe ich ihn ein bisschen leichter gemacht. Damit, hoppala. Hoppala. Das war ein Fail. Hi Kettenhund. So, hier hoch. Und dann einfach mit Weitsprung darüber, was gerade nicht klappt. Einfach da mit Weitsprung hin. Ohne vom Feuer getroffen werden, bitte. Dein Ernst jetzt? Dann halt so. So, wartet. So. So, seitlich vorbei an der Lava. Und dort hinten sieht man schon den Bob-Omb. Der war anfangs extremst. Er wurde aber jetzt, nachdem ich selbst eingesehen habe, dass das etwas zu extrem war, was ich da am Anfang produziert habe, habe ich es ein bisschen leichter gemacht und ein Herz dort eingebaut. Denn ja, man sieht ja schon, wie viel Feuer hier ist. Und das ginge nämlich auch ohne dem Herz. Ich habe es nämlich schon einmal geschafft, aber da bin ich lange dran gesessen. Das dauert schon so ziemlich lange. Hey, da kommt wieder der Noob, der es nicht packt, mich ohne Safe States zu besiegen. Ja, dann setz doch deine Safe States. Fühl dich wie der größte Pro. Du bist und bleibst ein Noob, der Safe States bei so einem einfachen Kampf braucht. Ja, brauche ich. Fuck, Feuer, Feuer. So, mal den Chuck hier loswerden. Ah, nicht runterfliegen dabei. Beim Chuck hier loswerden. Warte mal. Packst du vielleicht den Jack hier lang? Okay. Damit ist der mal weg. So. So ist der Kampf eigentlich jetzt ziemlich einfach. Dein Ernst jetzt? Nein, nicht runden. Ach, wo rennst du schon wieder hin? So. Renn nicht runter. Ja, verbrenn noch auch. Nein, du sollst ihn packen und nichts leiden hier.
So, what the fuck? So. So, und fertig. Fuck, 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 fuck. Ah klar, du Noob musstest natürlich safe sein. Da habe ich keine Chance. Aber ich konnte dich wenigstens ein bisschen hinhalten, damit du nicht so schnell bei Bowser bist. Ja. Und das war der erste Stern. Bob Oms Rache. Durch im Download-Link auch der Link zum ersten, also zur englischen Version. Der erste Stern und du Noob brauchst schon Save States. Echt, wenn du so weitermachst, wirst du noch von anderen als Noob beschimpft. Feuriges Mauseloch. Wieder mal. Diesmal halt ein klein wenig schwieriger. Aber auch nicht wirklich. Es ist einer von wenigen Sternen, die sogar ohne Safe jetzt möglich wären. Also für mich theoretisch. So. Ernst jetzt. Boah, komm jetzt, du sollst dich da oben festhalten. Nicht so. Ja, so geht's auch. So, und wieder da rein. Und das war das feurige Mauseloch. Der Pfad der Chuckios. Deine Orientierungsprobleme, wo bin ich da? So, wieder da nach vor. Dein Ernst jetzt? So, und wieder darüber. Ah, diesmal nicht da hoch. Da wieder. Dein Ernst jetzt? Was soll die Scheiße? Okay. Musik crasht auch immer. Dein Ernst? Ja, natürlich. Okay. Geiler Musik-Fail. Hat mich das Feuer ernsthaft jetzt im Flug getroffen? So, der Pfad der Chuckios. Wäre damit auch geschafft. Das waren erst 3 Sterne und ohne Save States wärst du sicher noch Game Over gegangen. Willst du echt noch weiterspielen oder gibst du jetzt auf? Bedenke, es wird schwerer, nicht leichter. Die Einbuchtung. Ah, das hält mich hier nicht auf. Dein Ernst? Blöder Chuckio.
Na, komm, dreh dich. Danke. Was haben wir jetzt? Ah ja, die Einbuchtung. Danke, Jack, ja. So, hier wieder die Münze mitnehmen. Und zu weit fliegen, okay. So, hier wieder die Kamera richten. So, so, so. Wieder da hoch. Wo, da warten die zwei Chuckies auf mich. Drei Chuckies gleich. So. Das war die Einbuchtung. Überlebe die Lavagruben. Na komm. Das geht auch so, vielleicht mit 3 Sprung geht's bei dir. Aber das geht auf jeden Fall bei dir. So. Das Schöne ist, ich habe jetzt nicht gehört, ob ich sie habe oder nicht. Mal safe stehen. Hä? Anscheinend habe ich sie, okay. Ja, ein einzelner Gumba killt mich hier wieder. So, nehmen wir jetzt diese hier und wenn hier jetzt die 1 erscheint, dann habe ich ein Problem. Nein, hier erscheint die 2, okay. Dann habe ich die andere geskillt geholt. Ah, sehr schön. Kettenhund wurde vom Feuer erwischt. So. Warum die Musik dauernd abspackt, keine Ahnung. Die mag mich irgendwie nicht. So, jetzt hol ich mir erstmal einen Jack hier. Nicht runter! Ernst? Ist da ein... Lass mich vorbei hier. Jetzt hau ich dir erst recht runter. Warte, das bringt mir ja nichts, wenn ich den da unten wieder habe. Ja, wieder alles hochrennen. So, das muss reichen. Das heißt aber nicht, dass ihr mich jetzt packen dürft. Die 3. Chuck, hier komm her. Dein Ernst, du sollst herkommen, nicht mich werfen. Chuck, ja? Chuck, hier komm her da.
Danke. So. Nein, du fucking Kettenhund. Dein, ja, fick dich, du. Weiter, ich spawn nochmal. Wenn sich mit einem Chuck hier heilen und dann kommt dieser beschissene Ketten hinterher. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Das auch nicht. Okay. Jack hier, komm nochmal. Jack hier, komm hierher. Nein, nicht umdrehen. So. Safe State. Dein Ernst. So, jetzt. Dann wieder hoch. So. Dann haben wir jetzt noch diese hier. Geil, das ist denn die Kamera nicht so will wie ich. Okay, hier ist das Secret. Jetzt muss das nur mit dem Wandsprung hinkommen. Ja, jetzt müsste ich wissen, ob ich es habe. Nein, ich habe es nicht erwischt. Jetzt auch nicht. Das hätte man aus dieser Kamera sogar gesehen. Jetzt hätte ich es natürlich gehabt. Ernst jetzt? Nein, das war's. Hab ich's ge. Dein Ernst jetzt mit den Wandsprüngen? Mach, du Verfickter! Wenn du mal das Secret hast, dann. Ja, und jetzt kommst du ganz chillig hoch, natürlich. Geht ja doch noch. So, jetzt. Hier einen Gumba töten für volles Leben. Und einen zweiten. Und den dritten brauche ich auch noch. Die Ketten brauche ich nicht. So. Jetzt wieder mit Feuer hoch. Mit Feuer hoch. Naja, theoretisch klappt es ja immer noch. Das ist ja nur noch eins und da vorne sind zwei Jackiers, mit denen kann ich mich heilen. Der eine Jackier killt mich natürlich. Ja, wirf mich runter, wirf mich auch noch runter. Komm, wirf mich jetzt nicht. Kommt hoch da. Dein Ernst jetzt, Jack, ja.
Lass mich doch mal auf der Plattform, du dämlicher. Nicht in die Lava! Da war ich zu nah an der Lava. Sind jetzt mal genug Münzen oben? 3, 4. So. Ja, geiler Bug hier. Komm, Münze und was soll das fucking Feuer? Das haben wir ja vorhin auch nicht getroffen. Warum trifft mich das jetzt jedes Mal? Soll die Scheiße hier. Natürlich, natürlich. Will ich warten, kommt ein anderes Feuer daher. So. Ernst jetzt. Da unten ist irgendwo. Ja, genau. Da gibt es nämlich einen seitlichen Ausgang bei dem. Da ist nämlich eine Non-Solid-Wand, da kann man seitlich durch. Aber es geht auch mit Wandspringen. Nur geilerweise habe ich vergessen, wo ich den Stern habe spawnen lassen. Ich glaube auf der mittleren Plattform. Ich gucke einfach mal auf der mittleren Plattform nach. Irgendwo muss er ja sein. Ah, da vorne bei den Jackers. So. Au. 5 Sterne. Der rote Münzstern und der rote Münzstern fehlen noch, aber... Ja, okay. Machen wir den noch in diesem Part. So. Machen wir halt einen etwas längeren Part. Das eine Welt pro Part wird sicherlich nur in der ersten Welt funktionieren. Vielleicht auch noch in der zweiten, aber ab der dritten und vierten wird es da sicherlich mehrere Parts pro Welt geben. So, Detonant, komm her da. Natürlich, jetzt schalte ich mit der Gumba da an dem Run da auf, natürlich. So, jetzt ein Run um den Baumstamm. Der mir einfach keine 5 Münzen geben will. Ja, mit mehr Glück als Verstand überlebt. So, da war jetzt die erste rote Münze.
Also an Münzen mangelt es in diesem Level nicht, also mit von den Münzen ergeht sich das mit Leichtigkeit aus. Sind jetzt ernsthaft die anderen Münzen verbrannt. Kettenhund, komm da nicht dauernd hoch. Ich will da auf der Box landen. Warte mal. Ah, dann lassen wir es halt bei 5 Münzen. Aber 5 hätte ich dann schon gerne, bitte. Nicht nur eine. Fuck. Ja, sonst noch was? Ich will doch die... Zehn Münzen hier. Perfekt. Ja, die Kettenhunde umkreisen wird ziemlich schwierig. Das belasse ich mal. Da gibt's genug andere Münzen. So. Das sind ja auch Chuckias, die werde ich mir jetzt zumindest mal einen systematisch hier. Dein Ernst. Es verfolgt mir mal kein Chuckia und dann kriege ich nicht mal alle Münzen. Dein Ernst jetzt? Du wirst doch wohl noch umdrehen können, ohne dass sich so ein Chuckia mitnimmt. So. Ich dachte mir, das geht sich vielleicht aus. Anscheinend doch nicht. So. Scheiße. Perfekt. Dann jetzt diesen Jacke hier. Natürlich dreht auf einmal die Flammen rum, natürlich. What the f? Ja, what the f? Danke sehr. So. Passt auch. Das sind auch 10 Münzen. Der Jacke hat nicht. Und hau mich runter.
Ah, schön, dann sind es wieder zwei Chuck Gears Feind. So. Boah, oh, man merkt, es sind auf jeden Fall genug Chuckies hier. Und es mangelt hier mal nicht an den Münzen. So, und jetzt hier, ah, da ist auch ein Feuer. Komm. Kannst du ihn nicht packen, Mario? Bist du vielleicht zu blöd dafür, dass du hier immer sliden musst, wenn man ihn mal von hinten greifen will? Oder ihn dann von hinten greifen, wenn auf einmal fünf Feuer auf einen zukommen? Ist auch nicht gerade clever. Aber das finde ich immer so endgeil, wenn er den Chuckier niederspringt. Nein, du Arschloch! Ich hatte den Chuckier. Ja, jetzt dreht auf einmal das Feuer um, natürlich. Immer doch. So, 91, zwei Chuckies brauche ich noch. Ah, hat sich noch einer gemeldet. So. Und wer wird der letzte Chuckie sein? Hier vielleicht einer von euch beiden. Ach nee, die restlichen werde ich einfach durch die roten Münzen sammeln. Oh, hier war noch eine rote Münze. Da unten war noch eine rote Münze. Und jetzt muss ich überlegen, wo hier noch rote Münzen waren. Besser gesagt, ich muss suchen, wo hier noch rote Münzen zu. Na komm. Ansprung ist nicht schwierig. Dein Ernst jetzt? Dein fucking Ernst? Die Chuckies sind jetzt da oben und blockieren hier. Muss ich das wohl an der anderen Wand irgendwie so timen, dass ich dort oben lande? So ungefähr.
Hier oben war jetzt nichts mehr. Warum ist da hinten noch immer die Box? Habe ich doch nicht geöffnet. Dann haben wir hier jetzt den 100 Münzstern. Ja, du hast geschafft 100 Lila mit zusammen und das sogar ohne Lila Komet. Dafür gibt es einen Stern zum Speichern A drücken. Ah. Schade, aber ich bin oben. Vier, das ist erst die fünf. Wo sind die restlichen? Hier oben ist keine. Wo sind hier noch Münzen? Weiß es nicht. Irgendwo vielleicht dahinter. Geil, wo sind die restlichen Münzen? Ja, okay, ich guck mal nach, also bis gleich. So, kommen wir zurück und wie ihr schon seht, ich musste den ganzen Simulator neu starten, da irgendein Fail war und die drei Red Coins einmal irgendwie unter der Map festgebackt sind, da wo ich sie sicherlich nicht hinplatziert habe, aber egal. Jetzt habe ich die anderen fünf, die wir schon hatten, wieder eingesammelt. Skill mit der Kettenhand? Nee, doch nicht. Die sollte nämlich, ja genau, wie ich es vermutet habe, hier hinten eine sein. Voilà. Mitnehmen sollte man sie auch. Dahinter. Und hier in der Mitte irgendwo eine. Da, wo war die? Drin vielleicht. Nein, dein Ernst, wo ich die... Alter, okay, ich muss jetzt noch mal nach. Und die war hier eindeutig. So. Die letzte Coin ist... Fuck. Da kein Safe State gemacht. Darf ich das überleben? Gerade noch. Dein Ernst jetzt? Du bist der Letzte da oben, du Vollhonk. Was ist jetzt los? Ja, jetzt werde ich jetzt zweimal getroffen, kann ich hier. Oh, leck mich doch, du. Lass mich. Oben. Ja, du Hurensohn, Alter. Dein fucking Ernst jetzt. Klappt wieder knapp nicht. So. Jetzt habe ich genug Leben dafür. Und da drüben dein Bob, um die Coin zu holen.
Und die letzte kennen wir eh schon. Das ist die da oben. Und das Stern spawnt natürlich da oben. Und wenn der jetzt auch noch zu hoch gesetzt ist, dann reicht's mir echt. Weil den habe ich natürlich jetzt nicht kontrolliert. Aber nachdem alles irgendwie zu hoch und zu niedrig war, könnte der jetzt natürlich auch wieder falsch platziert sein. Ich sammle diese Coins jetzt schon zum vierten Mal in einem einzigen Let's Play, also echt. So oft habe ich als erste Level noch nie umprogrammieren müssen. Dann mach keinen. Nein, dann mach ihn halt nicht den Seitwärtssprung. Da hüpft auch nicht drauf. Ist auch endgeil, endgeil. Mach halt nicht das, was du eigentlich tun solltest. Wo ist der Stern? Hier ist er doch eigentlich. Ah ne, da drüben. Das lässt mich wieder der Chuck hier nicht in Ruhe. Normalerweise müsste ich den Warp gelassen haben. Dein Ernst jetzt? Heute den letzten Chucky hier auch noch. Wenn der Warp nicht da ist, dann füge ich den noch ein, aber ich werde den Stern glaube ich dann nicht mehr sammeln. Zumindest nicht mehr in diesem Let's Play. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann beende ich den Part einfach. Und im nächsten Part habe ich dann halt einen Stern mehr. Aber ich glaube, ich bin schon auf der Box oben gestanden, das ging nicht. Ich meine, ich habe das schon probiert. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Hier ist dann der Warp. Und ja. So, das letzte Mal, dass ich diesen Stern hier spawnen lasse, hier den Warp benutze. Und dann natürlich die einzelne Box nicht treffe. So, danke. Das war's jetzt endgültig. Die ersten 7 Sterne hier. Wow, das hat jetzt ärgstens aufgeregt. 4 oder 5 Mal habe ich diese Coins jetzt gesammelt. Ja. Ihr müsst hier wenigstens noch einmal sammeln. Seid froh darüber. Das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet, aber ja. Im nächsten Part gehen wir dann auf jeden Fall in die Metallkappe, denn ohne die kommen wir nicht in die zweite Welt. Also können wir nichts in der zweiten Welt machen. Also, bis dann und auf Wiedersehen.